fortgesetzte Anwesende. Wir können jetzt nicht Künstler verlängern. Ich möchte kurz noch mal etwas sagen. Das sind die fünf Rinder, die hier am besten gefallen haben, am meisten rausgestochen sind am heutigen Abend. Das Rind von der zweitältesten Abteilung. Das Rind, das vor allem mit der geschlossenen Vorhand, mit dem absolut trockenen und gut gewidmeten Fundament sehr gut präsentieren tut. Dann haben wir das Rind von der zweitjüngsten Abteilung. Das Rind mit einer extremen Länge und ebenfalls mit einem sehr trockenen, guten Fundament. Dann haben wir hier Tigerin von der ältesten Abteilung, sehr harmonisches Tier, mit einer guten Neutralanlage, die sie präsentieren tut. Dann haben wir hier das zweite, vierte Tier von der zweitjüngsten Kategorie. Die, wo der Siegerin am nächsten gekommen ist von der Kategorie, vor allem der Gegner Neige, die sehr ideal sich hier präsentieren tut. Und da das jüngste Siegertier vor uns. Ein sehr ausgleichendes, harmonisches Jungstier mit einem sehr guten Neutral und ebenfalls mit einem trockenen, gut gewinnten Fundament. Ich meine, es ist eine Auswahl Rinder hier vor uns, wo sehr viel versprechen tut. Wir wissen es aber alle, es sind noch Rinder. Es kann noch viel passieren, bis sie Falber haben, bis sie dann effektiv zum Melken anstehen. Aber die Voraussetzungen sind sehr gut, wenn man solche Rinder am Halfen hat. Ich möchte ganz herzlich gratulieren. Dann möchte ich mich bedanken, dass ich heute Abend haben dürfen, damit mitwirken. Sie dürfen euer Richter sein. Wir haben hier ausdrucken, meine Vorlehren hier können zeigen. Die Bauern sind auf dem richtigen Weg. Die haben das uns hier demonstrieren können. Dazu möchte ich euch ganz herzlich gratulieren. Bitte einen Applaus für alle Aussteller, auch für die, die so vielleicht jetzt in der Mitte gestanden sind für die Kategorie. Und sicher für die herzlichen Applaus. Gut. Ich werde zuerst Vize-Miss Joba, Vize-Missrin Joba 2012 verkühren und anschließend Miss Rind von Joba 2012. Bitte Sie. Kräftigen Applaus für die Vize-Miss Rind Joba 2012, Nummer 39, das jüngste Tier. Herzliche Gratulation und Applaus. Und nun zur Miss Rind Joba 2012 gratuliere ich an dir mit der Nummer. Hier mit der Nummer 87.